Zunächst möchte ich mich sehr, sehr bei Ihnen allen bedanken, dass Sie hier zu uns gekommen sind, ins Haus von Evonik, weil Sie damit ja doch den Preisträgern und natürlich auch Evonik Industries AG Ihre Anerkennung zollen für die Innovation, die hier geschehen ist und auch dem Unternehmen selbst als innovatives Unternehmen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei dieser Preisverleihung teilnehmen. Meine Gratulation geht natürlich an die Preisträger, Herr Bartels, Herr Eisenberg, Herr Schimosek, Herr Stör, für Ihre Arbeit. Also, Herr Eisenberg, ich würde sowieso Kampfpolymere kaufen nach Ihrem Vortrag, selbst wenn ich Sie nicht brauche. So sympathisch und gut war Ihre Präsentation, Ihre Marketingpräsentation. Stellen wir dann so ein Fass mal in den Keller, könnte ja sein, dass ich das irgendwann mal brauche. Ich weiß gar nicht, ob das in meinem BMW Motoröl jetzt schon drin ist. Aber es wird kommen. Ja, das Thema war auch schon tot im Hause Röhm. 7 Jahre habe ich gelernt. Und dann hat der Eisenberg eine Flasche mit den Kampfpolymeren wieder aus dem Regal geholt, weil man meinte, sie meinten dann, man sollte vielleicht da weiterentwickeln, denn ihr japanischer Wettbewerber war schon am Start. Das war, glaube ich, der Auslöser und dann ging es erst richtig los. Meine Damen und Herren, Sie sehen daran, das sind alles ganz langwierige Prozesse. Und es braucht immer jemanden, einen, der die Fackel trägt und sagt, ich hole jetzt die Flasche aus dem Regal. Da ist noch eine Flasche mit den Kampfpolymeren, wir machen jetzt was draus. Und in meinem Vortrag werden Sie erleben, dass ich mehrere dieser Fackelträger noch zitiere. Und das ist das, was ich mir eigentlich vorstelle, dass wir in allen Unternehmen der Wirtschaft, auch in unserem Land, viel mehr Fackelträger haben, die uns voranbringen und weniger vielleicht die nur die Asche verwalten von den Fackelträgern der Vergangenheit. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele in unserer ganzen Gesellschaft und natürlich auch in der Wirtschaft. Also mir geht es darum, jetzt Ihnen den Leitfaden aufzuzeigen, worum es geht bei Innovation. Es sind alles Individuen, die die Fackeln tragen. Ich gratuliere natürlich auch der Evonik Industries AG zur Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für das Gebiet Wärmewende. Am Freitag in Düsseldorf überreicht. Herr Wessel war da. Erster Preis für Evonik Industries AG für Wärmewende, wie man aus Wärme Strom gewinnt. Auch ein ganz spannendes, wichtiges Thema. Leider haben Sie dann den Preis als nachhaltigstes Unternehmen Deutschland nicht gewonnen, aber Sie können sich trösten, auch Gelsenkirchen hat den Preis für die nachhaltigste Kommune auch nicht gewonnen. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Das war eine sehr wichtige Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja die Verknüpfung mit Innovation, die auch Klaus Engel gesagt hat, die wir ganz wichtig erachten. Ich danke also zunächst mal Herrn Eisenberg für die Präsentation, außerordentlich beeindruckend, und Herrn Omer für seine Laudatio. Sie haben die 4 Charaktere gut geschildert, aber eins fiel mir ganz besonders auf, dass Ihre Ausführungen sehr davon getragen waren, dass Sie diese Menschen wertschätzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst passiert nämlich keine Innovation. Ja, Frau Lindhorst, Quo Vadis sollte das eigentlich heißen, aber Sie haben uns alle wieder begeistert für die GDCH. Wir freuen, und ich freue mich ganz persönlich, dass Sie unsere Präsidentin sind und uns ins Jubiläum führen. Nächstes Jahr, 150 Jahre, ich bin ganz gespannt. Ich kann mir überhaupt keinen besseren Präsidenten und keine bessere Präsidentin vorstellen, die uns in dieses Jubiläumsjahr führt, für das Sie uns schon den Mund wässrig gemacht haben. Das wird was. Ja, lieber Klaus, herzlichen Dank für deinen Welcome und für deine Worte zum Thema Innovation. Evonik ist ein innovatives Unternehmen, deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind und die Preisträger unter uns haben. Auch du hast eigentlich aus deinem Herzen gesprochen und hast gesagt, die Menschen sind mir wichtig. Und wenn es um Innovation geht, geht es eigentlich im Wesentlichen um die Menschen. Wir kennen uns ja schon lange, das ist dein Credo. Und das ist auch wirklich der Grund, warum dieses Unternehmen unter der Leitung von Klaus Engel so floriert. Und dafür danke ich sehr, dass du hier bei uns bist und dass du den Punkt gesetzt hast auf die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen in diesem Unternehmen.
Warum sind Innovationen so wichtig? Manchmal hat man den Eindruck in der Wirtschaft, das ist so nice to have. Und man lebt von Innovationen der Vergangenheit. Innovationen sind wichtig, weil sie die Energie liefern für die Produktlebenszyklen. Jedes Produkt unterliegt einem Lebenszyklus. Und ein Unternehmen unterliegt auch einem Produkt, einem Lebenszyklus. Das ist die Lebenszykluskurve eines Unternehmens. Manche kommen, manche gehen, manche sind verschwunden. Und unter diesem Lebenszyklus, unter dieser Lebenszykluskurve eines Unternehmens sind ganz viele kleine Lebenszyklen von Produkten und Anwendungen und Systemen. Und wenn die sich nicht mehr drehen und befeuert werden, um von der kleinen Pflanze zum Star, zur Cashcow zu werden, wenn die sich langsamer drehen, dann ist das Ende eines Unternehmens nicht mehr weit. Und wenn wir die Zeitung lesen, lesen wir immer wieder, wie nachteilig sich Unternehmen entwickeln und wie vorteilig sich Unternehmen entwickeln. Die Innovation ist die treibende Kraft, um die Produktlebenszyklen, die Lebenszyklen eines Unternehmens in die Zukunft zu verschieben. Deswegen sind Innovationen so wichtig. Das ist nicht nur etwas, was man so vielleicht ganz gerne mal so macht und man sagt, wir geben so viel Geld aus für F&E. Nein, da muss wirklich etwas passieren. Und das liegt an den Menschen, die wir brauchen, um Fackelträger der Innovation zu sein. Es geht ums Stirb und Werde. Das ist ein ganz ernstes Thema. Nun gut, vielleicht kann der letzte Schmierseifenhersteller auch noch ganz gut leben, weil immer noch Schmierseife gebraucht wird und kein Wettbewerber mehr da ist. Aber das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Wir brauchen immer wieder neue Dinge. Wo stehen wir in der deutschen Chemie? Es gab ja im letzten Jahr eine Studie, das VCI, die Herr Deckers angestoßen hat zum Thema Innovationshemmnisse. Die Studie können Sie im Internet nachlesen und ich zitiere mal ein paar Positionen, weil ich darauf aufsetze. Das ist für mich eigentlich so der Status quo, die Meinung des Chemieverbandes und der chemischen Industrie. Um bei Innovationen eine führende Position zu behalten, müssen jetzt die passenden Grundlagen für die künftige Innovationsstärke Deutschlands geschaffen werden. Für die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie geht es immer mehr um die Schnelligkeit, mit der Ideen zu Innovationen werden und Patente zu Produkten. Doch was beschleunigt und was wirkt als Hemmnis für Innovationen? Diese Innovationsstudie schafft Klarheit. Es zeigt sich, dass es auch in innovationsfreudigen Unternehmen interne Hemmnisse gibt, die dazu führen, dass sich Potenziale nicht in vollem Umfang entwickeln. Die Studie identifiziert eine unzureichende Innovationskultur als das größte interne Innovationshemmnis. Die innerbetrieblichen Abläufe sind bei vielen Unternehmen eher auf den schnellen Erfolg mit inkrementellen Verbesserungen bestehender Produkte ausgerichtet, zulasten langfristig angelegter Forschungsaktivitäten. Bahnbrechende Innovationen werden so verzögert oder gar verhindert, benötigt werden nach Meinung der Studie und auch von Herrn Deckers, beide Ansätze. Nicht minder hemmend wirkt sich eine zu hohe Anzahl an Projekten aus, die eine Fokussierung auf die wesentlichen Projekte verhindert. Doch selbst wenn Forschung und Entwicklung schnell sind, verlieren in Deutschland chemisch-pharmazeutische Unternehmen nicht selten bei der Markteinführung gegenüber unseren Mitbewerbern aus dem Ausland. Neue Erkenntnisse aus dem Markt, etwa wenn sich Kundenanforderungen oder das Preisgefüge ändern, werden bei der Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigt. Neue Geschäftsmodelle werden zu spät etabliert. Ich lasse mal die externen Hindernisse weg. Es geht mir um interne Innovationskulturen. Die Handlungsempfehlungen sind also Innovationskultur verbessern, Vorleben des Wandels durch die Unternehmensleitung, langfristig denken und technologische Durchbrüche anschieben, mehr Kooperationen wagen, mit Wettbewerbern branchenübergreifend und mit Start-ups auf wesentliche Projekte fokussieren und eine klare Innovationsstrategie definieren, bereichsübergreifende Verantwortung für die Innovation schaffen, neue Geschäftsmodelle frühzeitig entwickeln und die Kundenorientierung und Flexibilität in der Vermarktung sicherstellen. Das hört sich gut an. Also, wissen wir jetzt, was wir alles tun müssen, um Innovationen zu verbessern? Ja, nach der Studie wissen wir das jetzt. Vielleicht wussten wir es auch schon vorher. Machen wir das alles jetzt besser? Nein. Ich bin der Meinung, dass noch sehr viel mehr verbessert werden kann.
Und warum ist das so? Darüber möchte ich sprechen. Wenn ich meine ganzen Berufsjahre nehme und jetzt die 5 Jahre Erfahrung der Preisverleihungen, der vielen Gespräche mit Nominierten, ich bin immer bei den 3 Finalisten einen Arbeitstag vor Ort und erlebe, was da geschieht, wie die Innovation zustande gekommen ist, dann habe ich dabei so viel Erfahrung gewinnen können, dass ich vielleicht zu der Studie des VCI noch ein paar ganz neue Impulse setzen möchte, aus einer ganzheitlichen Sicht, die mir da doch etwas zu kurz kommt. Was sind das für Menschen, die diesen Preis bisher bekommen haben? Susanne Röhrig, Herr Flessner ist ja auch da von Bayer Healthcare, erste Preisträgerin, Arbeiterkind aus Essen-Steele, hat einen oral einnehmbaren Thrombosehemmer entwickelt. 10 Jahre lang mit ein paar Laboranten, gegen viele interne, kann ich glaube ich sagen, und auch externe Widerstände. Die Wissenschaft hat auch gesagt, das kann gar nicht gehen, was du da kochst, dass das gegen Heparin genauso wirkt. Doch, es ging dann doch. Und sie hat immer weitergemacht. Das zeichnet sie aus. Sie hat immer weitergemacht bis zum Erfolg. Xarelto heute, Herr Flessner, was würde ich sagen, 2 Milliarden Umsatz ungefähr. Blockbuster, erster Preisträger dieses Preises, Preisträger dieses Preises. Herr Greindl von der BASF mit relativ wenig Vorversuchen, Komplexbildner als Phosphatersatz für Geschirrspültabletten, gleich eine 100.000-Tonnen-Anlage, da kann ich nur sagen, also relativ angstfrei expandiert. Auch so ein Kennzeichen von Innovatoren, angstfrei expandiert. Das Team von Merck, das den Preis bekam für die Flüssigkristalltechnologie, ohne die hätten wir ja keine Handys, Laptops und sonstige Spielzeuge in unserer digitalen Welt. Auch da gab es eine Entwicklung, von der hielt die Geschäftsführung überhaupt nichts. Herr Pohl, der Haupttreiber dieser ganzen Entwicklung, saß irgendwann im Keller, hat immer weiter geforscht und die Merck-Geschäftsführung sprach immer von Überflüssigkristallen. Herr Pohl ist heute in der Hall of Fame der Innovation. Und alle, die danach kamen, haben auf dem aufgesetzt, was er gemacht hat, obwohl er eigentlich gar nicht forschen durfte. Auch ein Kennzeichen dieser Fackelträger. Und das Team von Dow Chemical letztes Jahr, die Herren Lutz und Schmadloch, eine Klebstofftechnologie zum Verkleben des BMW 3i und des BMW 8i. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Technologie sein muss, dass die Klebstoffe halten in der Automobiltechnologie? Alle Anforderungen erfüllen, einfach auch großartig. Das ist der Grund, warum ich mein Thema genannt habe über eine nachhaltige Innovationsenergie. Kraft für Neues, toller Slogan von Evonik, aber ich tue mir da ein bisschen schwer, weil Kraft ist Massebeschleunigung und die Masse kennen wir, das ist das Unternehmen, aber Beschleunigung, meine Erfahrung ist die, dass zu viel Beschleunigung für die Innovation oft sehr schädlich sein kann. Das läuft in der Natur auch alles ziemlich langsam ab. Und da drängt es in die neue Struktur oder die neue Wirkung. Vielleicht Energie für Neues würde mir sehr viel besser gefallen, deswegen spreche ich über Energie und nicht über Kraft. Nachhaltigkeit, Innovation, Energie, das sind meine 3 Blöcke, über die ich jetzt sprechen möchte. Wie gesagt, unser Problem ist, dass wir, wenn wir über Innovationen reden, viel, viel zu wenig Fackelträger haben, die neue Innovationen bringen. Wo sitzen die Fackelträger in den Unternehmen? In all meinen Berufsjahren und vielen Gesprächen auch mit Unternehmensberatern und Kollegen haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, sag mal, wie viel Prozent Changer gibt es eigentlich in unserem Unternehmen? Wer ist bereit, den Impuls eines Wechsels, des Verlassens vom Hier in die Zukunft einzugehen? Angstfrei, mutig, ohne Beeinträchtigung. Wie viel sind das, diese Changer, die Sie für jeden Change-Prozess brauchen, auch für die Innovation? Wir waren dann so bei einer Zahl von ungefähr 15% gelandet. Neulich habe ich mit Kollegen gesprochen, die haben gesagt, was, so viel? Aber 15% ist schon ganz gut. Alle Studien ergeben auch, dass wir in den Unternehmen, in der Wirtschaft ungefähr 15% Menschen, Mitarbeiter haben mit innerer Kündigung. Da können wir keine Innovation erwarten. Die sind schwer zu finden. Die tun so, als ob sie wahnsinnig fleißig sind. Und sind in den Meetings immer drin und erklären ihnen allen, warum irgendetwas nicht geht. Da muss man immer aufpassen, wenn so viele erzählen, warum irgendetwas nicht geht. Und dann 70% verwalten die Asche der Fackelträger der Vergangenheit. Das sind die Verwalter in den Unternehmen.
Und ich glaube, mit dieser Dreiteilung liegt man gar nicht so schlecht. Und jetzt wollen wir das verschieben. Ich möchte Impulse setzen, damit wir mehr Changer bekommen, mehr Innovatoren bekommen. Vielleicht, dass wir aus den Verwaltern ein paar machen und diejenigen, die innere Kündigung haben, vielleicht die innere Kündigung aufgeben. Ein Wunschtraum. Und du hast gesagt, Klaus, es geht um die Menschen. Es geht mir um diese Menschen in diesen Gruppen. Und warum verbinde ich Innovation mit Nachhaltigkeit? Der Ausdruck gefällt mir überhaupt nicht. Nachhaltigkeit ist etwas ganz Statisches. Und die, die 1990 schon im Geschäft waren, werden sich erinnern, dass wir bis 1990 in der chemischen Industrie immer von Sustainability gesprochen haben. Wir hatten kein deutsches Wort. Wir haben das übernommen von den Amerikanern. Und als die Wende kam, und das ist jetzt authentisch, ist mir erzählt worden von Hans-Peter Dürr, saßen ostdeutsche und westdeutsche Wissenschaftler ausgerechnet in Auerbachs Keller zusammen und haben darüber gesprochen, wie nennen wir denn im Deutschen Sustainability nochmal. Und da sagt der Kollege aus der Forstwirtschaft, macht das wie wir, wir nennen das Nachhaltigkeit. Baum ab, neuer Baum gepflanzt. Wir erhalten den Status quo. Karl von Karlowitz hat 1713 in seiner Silva Economica, Silva Cultura Economica, als erster den deutschen Begriff Nachhaltigkeit erwähnt, in dieser Forschungsschrift. Da kommt das her. Sagt Hans-Peter Dürr, gefällt mir überhaupt nicht, viel zu statisch, ich denke an was ganz anderes. Nachhaltigkeit ist für mich, und jetzt setzt einen ganz wichtigen Akzent, der heute auch schon angesprochen wurde, das Leben lebendiger werden lassen. Das ist Nachhaltigkeit, nicht der Erhalt des Status quo. Wenn ich eingreife in die Natur, bin ich als Mensch verpflichtet, weil nur wir Menschen das können, dass wir das lebende Prinzip in der Natur nachhaltiger gestalten. Das ist Nachhaltigkeit. Das ist eine Aktion, ein Vektor nach vorne, in die Verbesserung hinein, nicht in die Erhaltung des Status quo. Und das ist das, was auch ich persönlich unter Nachhaltigkeit verstehe. Und so stelle ich mir auch eine nachhaltige Energie vor. Das Leben lebendiger werden lassen, was heißt das? Dass wir alle viel mehr vom Leben lernen müssen. Auch bei Innovationen mehr vom Leben lernen müssen. Meine Damen und Herren, glauben Sie, wenn Sie in die Evolution hineinschauen, Evolution des Lebens, dass die Natur nachgedacht hat, warum was aus was entsteht? Konnte gar nicht denken, sondern aus mehreren Optionen, weil ein Zustand nicht mehr tragbar war, drängte die Natur in Innovation hinein und probierte einfach aus, was geht und hat den optimalen Pfad beschritten. Nur weil wir Menschen glauben, wir können so gut denken, haben wir gesagt, Innovation, wir denken Innovation, unser Verstand, damit machen wir Innovation. Seit Descartes gesagt hat, cogito ergo sum, bilden wir uns ein, dass wir mit unserem beschränkten rationalen Bewusstsein so großartig sind und Innovationen schaffen. Ich spreche sehr gerne von der Innovationskaskade. Einer Kaskade, die daraus entsteht, dass Innovationen ja nicht zufällig entstehen, sondern aus Erfindung, aus Ideen, aus Intellection, aus der Einsetzung unseres Intellekts, aus Erfindung, aus Inspiration und Intuition. Wir Menschen neigen dazu, weil wir so gerne denken und so auch erzogen worden sind, dass wenn wir etwas machen müssen, weil die Chefs sagen, mach mal ein paar neue Produkte, fangen wir sofort an zu denken. Meine Damen und Herren, wir wissen heute, dass die Kreativität eigentlich erst anfängt, wenn wir unseren Neokortex ausschalten. Und dann, wenn wir ihn ausschalten, dann setzt unser limbisches System ein, unsere Zirbeldrüse, der Thalamus. Und das ist das System für die Kreativität, nicht das Denken. Wir alle haben Intuitionen, aber wir schalten es nicht bewusst aus, was wir als Denken und wie wir uns als Denken einengen. Es geht mir darum, Ihnen bewusst zu machen, dass Kreativität daraus resultiert, dass wir schon denken natürlich, ein Problem konfigurieren und dann loslassen lernen. Den Neokortex ausschalten. Dafür brauchen Sie unheimlich viel Energie. Denken und Abschalten des Denkens verbraucht wahnsinnig viel Energie. Nur dann schaffen wir Intuition und Inspiration. Intuition kommt von Intueri, sich nach innen wenden.
Und wenn der Geistesblitz nicht inhaliert wird, also inspiriert wird, ist es auch alles umsonst. Und dann setzt der Kopf ein und sortiert und schafft Assoziationen. Also die Kaskade, die ich Ihnen schildere, soll dazu auffordern, dass wir auch den Neokortex mal ausschalten und einfach die anderen Bereiche im Gehirn aufmachen. Heisenberg hat seinen Schülern immer gesagt, nicht sofort benennen, lass es laufen, komm, wir gehen spazieren, ich spiele Klavier, wir meditieren. Max Planck hat gesagt, jedem Wissen geht ein Ahnen voraus. Dieses Ahnen stammt aus dem transzendentalen Bereich. Das geht über Meditation auch. Es geht im Traum. Es geht zwischen Tag und Nacht. Das ist der Bereich, der heute jetzt mehr und mehr erkundet wird, auch von den Gehirnforschern, und wo heraus die Kreativität immer fließt, auch bei allen Kreativen, nur wir ordnen das nicht so zu. Wenn Herr Steinmann Kunst macht, hat es mit Denken nicht mehr so sehr viel zu tun. Das kommt einfach aus dem Bereich des Nichtdenkens. Design Thinking geht einen Weg in diese Richtung, der Name gefällt mir nicht, das hat nichts mit Denken zu tun, das ist ja das, was aus USA rüberkam, was SAP macht mit den ganzen Workshops. Bosch, vor ein paar Tagen stand es auch in der Zeitung, Heerscharen machen Design Thinking. Was gut ist, dass man sagt, denk nicht sofort vom Produkt her, denk nicht von der Produktlösung her, sondern denk einfach in zukünftigen Verhaltens- und Bedarfs weisen und malt euch das Bild von der Zukunft, wie sie sein kann und benennt es nicht. Warum man das dann Design Thinking genannt hat, das weiß ich auch nicht. Also es geht mir um die Energie und jetzt möchte ich Ihnen ein Bild mitgeben, das ich hoffentlich nicht vergessen, weil es etwas so anderes ist, wenn man über Energie spricht, aber es soll Ihnen klar machen, worauf es mir ankommt. Wir erzeugen Energie in unserem Körper, indem wir ATP produzieren. Wir sind ja in einem Chemieunternehmen, das kann ich ja mal sagen. Adenosintriphosphat ist unsere Kraftquelle. In unseren Zellen gibt es sogenannte Mitochondrien. Das sind nierenförmige Zellgebilde und in denen findet die Synthese von ATP statt. Und ATP ist unser Kraftwerk, unser Mini-Kraftwerk. In jeder Zelle wird das produziert. Und damit versorgen die Mitochondrien den ganzen Körper mit Energie. Die Energie wird frei, wenn eine Phosphatgruppe abgespalten wird, das ist ein exothermer Prozess, und dann setzt der ganze Zitronensäurezyklus, sagt man, wieder ein und es bildet sich wieder neues ATP. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel ATP ich produziere am Tag? Kann ich Ihnen sagen, 90 Kilo, das ist mein Gewicht. Jeder produziert so viel ATP als Summe, wie er wiegt. Die Mitochondrien alleine sind 6 Kilo im Körper. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wenn ich über Energie spreche, muss ich diese Metapher Mitochondrien verwenden, um klarzumachen, was stört die Arbeit dieser Mitochondrien. Und das weiß man ganz genau aus der Biochemie. Stress, Druck, erhöhte Temperatur, keine Anerkennung, kein Lob, Erwartungshaltung. Das stört die Arbeit der Mitochondrien. Dann wird weniger ATP produziert, dann wird weniger Energie produziert. Und wer wenig Energie hat, dem sagt man dann noch, jetzt musst du mehr denken, damit dir was Neues einfällt. Und dann verbrät er die wenige Energie auch noch und dann hat er gar keine Energie mehr. Der Körper schaltet dann um auf ein Notstromaggregat und das ist der Milchsäurezyklus. Wir produzieren dann aus Glucose durch Oxidation Milchsäure und werden sauer. Und wenn krank. Der Milchsäureüberschuss, Sie kennen das vom Muskelkater, das ist nicht schlimm, das geht auch wieder weg. Aber wenn die Mitochondrien beschädigt sind durch diese psychischen Einflüsse, physische auch, die lasse ich mal weg, gesundes Leben ist ja schon wichtig, dann gehen die Mitochondrien in die Knie, der Mensch schaltet um, braucht Energie über Glukosespaltung. Und das Tragische ist, ATP wird im Zitronensäurezyklus pro Glukosemolekül 38 Moleküle ATP. Bei der Glykolyse, Glukoseoxidation nur 2. Das heißt, das Notstromaggregat produziert ein 19. des Zitronensäurezyklus. Das heißt, man kann sich natürlich auch gut vorstellen, das ganze Unternehmen besteht aus Mitochondrien. Alle Mitarbeiter sind eine Mitochondrie, jeder hat ein internes Kraftwerk, produziert Energie wie verrückt. Und was müssen wir tun, wenn wir Mitarbeiter führen?
Wir müssen dafür sorgen, dass die alle unheimlich viel Energie erzeugen. Denn das ist das, wo die Kreativität letztendlich daraus entsteht. Ich möchte, dass Sie dieses Bild nicht vergessen. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich wünsche Evonik ein Feuerwerk an Innovationen in der Zukunft, auf das die Mitochondrien ATP produzieren wie verrückt. Sie sind ja viele Chemiker hier, Sie verstehen das. Und ich möchte zum Schluss nochmal sagen, das kann man ja jetzt hier vielleicht nach so vielen Jahren ganz locker erzählen, warum ich mich so wahnsinnig freue, dass Evonik einen Sohn eine so positive Entwicklung genommen hat. Viele wissen es heute gar nicht so, die Voraussetzung für Evonik war letztendlich zunächst mal die Sanierung von Hürth. Von 93 bis 95, 96. Eine Schwerstarbeit mit vielen Führungskräften, die sich daran beteiligt haben. Wir haben alles gemacht, was man so machen konnte. Mir wurde versprochen, wenn wir das hinkriegen in 2 Jahren, dann darf Hüls auch wachsen. Das habe ich dann geglaubt. Und nach 2 Jahren merkte ich, dass mit den Wachstumsideen, die ich so hatte, es nicht so leicht war, mich bei meinen Vorgesetzten durchzusetzen, sondern mir wurde dann nach 2 Jahren gesagt, und ich habe mich für Energie und Telekommunikation entschieden und nicht für Chemie. Und ich wollte in der Chemie wachsen. Nachdem die Sanierung vollzogen worden ist, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch für Evonik, habe ich mich gefragt, was können wir wirklich richtig gut? Und das war eine Umdeutung des Geschäftszweckes, denn wir konnten wirklich richtig gut, wie ein Finanzinvestor, interne Prozesse beschleunigen und intern Werte hochholen. Von Chemie verstehen ja viele was. Das war eine neue Geschäftszweckdefinition von Hüls, sodass das Suchraster nach Akquisitionskandidaten ganz anders geworden ist als in der Vergangenheit, wo wir nach Synergien suchten. Wir suchten nach Unternehmen, wo diese Optimierungsprozesse noch nicht abgelaufen waren, weil wir die Kompetenz hatten, ich würde mal sagen, mit 200 Führungskräften genau dasselbe nochmal zu machen, was wir bei Hüls gemacht haben. Und dann kam die Intuition, die ich gerade geschildert habe, dieser Geistesblitz. Ich ging im Stadtwald in Frankfurt spazieren, meine Heimatstadt, und dachte, Peng, und ich hatte den Guss am Kopf. Fuhr nach Hause, nochmal, traf Klaus Engel und Armin Peter Bode, ist er hier? Konnte leider nicht kommen, habe gesagt, ich habe eine Idee, wir kaufen die Gusser. Klaus Engel als Leiter der Unternehmensentwicklung hat die Studie gemacht und wir haben festgestellt, da gibt es gar keine Synergien, aber wir wollten ja auch keine Synergien, sondern wir wollten das Optimierungspotenzial. Ich bin dann nach Düsseldorf zur FEMA marschiert und wurde fürchterlich abgeschmiert und man wurde mir gesagt, in der Chemie wollen wir nicht wachsen, hör auf mit deiner Chemie. Und dann die Hartnäckigkeit des Innovators, als Cable & Wireless aus der Telekommunikation ausstieg bei FEMA, hing der Haussegen so schief, weil die Hauptversammlung vor uns war und wir hätten richtig Prügel bekommen, weil die Telekommunikation den Partner verloren hat. Und ich habe dann meinem Chef gesagt, wir brauchen eine Ablenkungsstory. Und sagte, hast du eine Idee? Habe ich gesagt, wir kaufen die Gusser. Meine Damen und Herren, so war es wirklich, auch die Kollegen, die von Gedust und die Gusser hier sind. Das war das kleine Fenster, wo es möglich war. Da sagt er, von der Chemie halte ich überhaupt nichts, aber vielleicht eine ganz gute Idee. Dann nahm das Ding Fahrt auf und wir haben dann mit 10% über Börsenkurs die Degussa gekauft und daraus wurde dann Degussa Hüls. Ich konnte das nicht zu Ende führen, ich musste nach Stinnes zurück. Dann gab es ein paar Jahre, wo ich nicht so richtig hingeschaut habe, hier was im Unternehmen passiert. Und dann kam die Ernennung von Klaus Engel zum Vorstandsvorsitzenden, der damals die Studie gemacht hat, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und das möchte ich hier öffentlich mal ganz ausdrücken. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue unter der Leitung von Klaus Engel als Vorstandsvorsitzenden, dann hat dieses Unternehmen eine enorme Entwicklung vollzogen zu einem Spezialunternehmen mit sehr, sehr viel Innovation. Und worauf ich ganz stolz bin, fast eine Börsenkapitalisierung wie E.ON. Also wenn die Tochter, die verkauft worden ist, so viel wert ist wie die Mutter, die sie verkauft hat, zu einem späteren Zeitpunkt, da würde ich sagen, dann hat Evonik vieles richtig gemacht und die anderen haben vielleicht doch auch ein paar Fehler gemacht. Das wollte ich ganz gerne loswerden. Das war jetzt eine Veröffentlichung, wie es wirklich war. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich möchte Dank sagen, zunächst mal Evonik, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Es ist alles so wunderbar vorbereitet, dass wir uns wohlfühlen.
Ich danke ganz besonders Herrn Oehlenbrink und allen Damen und Herren, die an der Organisation mitgewirkt haben. Ich danke dem Vorstand, Klaus, dir, dass wir das hier machen dürfen. Ich glaube, ich bin mit Ihnen einig, dass wir da erstmal jetzt herzlich applaudieren und Dank sagen mit unserem Applaus. Ich danke der GDCH, dass diese Stiftung unter dem Dach der GDCH gedeihen kann. Ich danke besonders Frau Köhler, die die Stiftung verwaltet. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir auch noch eine gute Zukunft vor uns haben. Ich danke dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung, die sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und die mich sehr unterstützt haben, die richtigen Kandidaten zu finden. Es war knapp, kann ich ja mal so sagen. Und die, die es nicht geworden sind, wurden aufs nächste Jahr vertröstet. Schauen wir mal, was da alles so passiert. Ganz herzlichen Dank also auch an den wissenschaftlichen Beirat. Ja, ich danke natürlich auch dem Hause Evonik, dass der Rohstoff für die Steinmalskulpturen aus weiß eingefärbtem Plexiglas sind. Und besonders Herr Kuhlmann hat sich dafür verwendet, dass wir dieses Material bekamen, damit Herr Günter Steinmann, mein Freund, der Bildhauer und Maler Günter Steinmann, nach ersten Ideen in diesen Skulpturen mit dem Namen Geist und Materie die Retorte, das Becherglas und den Erlmeyer-Kolben untergebracht hat. Und das ist das Ergebnis, was Sie da sehen. Geist und Materie bekommt jeder Preisträger als besondere Anerkennung für die Leistung. Und jetzt darf ich Günter Steinmann bitten, dass er zu mir kommt, damit wir gemeinsam, Günter, die Skulpturen überreichen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.